Wer kann die Erfolgsserie des SV Babelsberg 03 stoppen? Heute zu Gast im heimischen Kali, Heiko Weber mit seinem ZFC Meuselwitz. Für den Tabellen-15. Aus Thüringen keine leichte Aufgabe. Nur 3 Punkte gab es aus den letzten 6 Spielen. Zuletzt das 1:2 bei Lichtenberg. So Weber war eine Katastrophe. Die Gastgeber mit dem besseren Start, Daniel Frahn, nach 2 Minuten mit der ersten guten Möglichkeit. Der Freistoß von Gladro kommt flach zu Frahn, der darf frei schießen. Glück für den ZFC. Babelsberg zog wie gewohnt das Powerplay in den Anfangsminuten auf. Die 7. Minute, gutes Spiel über den Flügel. Rausch bedient Iraki. Plath muss ein erstes Mal eingreifen. Der Schuss von Iraki nicht platziert genug. Meuselwitz hielt anfangs gut dagegen, verlor aber zunehmend die Kontrolle. Die 14. Minute, Frahn zu Schmidt und dann kommt der Ball zu Endualo und dann steht es 1:0. Durch Rudolf Endualo, den Flügelstürmer. Zuletzt hatte er beim Greifswalder FC sein erstes Ligator für seinen neuen Club erzielt. Heute legt er nach. Felix Müller kann den Ball nicht klären gegen Tino Schmidt. Und Kilian Zaruba, zu weit weg vom Gegenspieler, kann den Schuss nicht verhindern. Plath wird getunnelt. Und Rudolf Endualo zeigt es an, der Treffer zählt. 35 Minuten bereits gespielt, die Gäste bis dahin ohne Torchance. Aber dann Florian Hansch per Kopf, starker Reflex von Luis Klatte im 0:3-Tor. Daumen hoch für die gute Hereingabe von Luis Fischer. Sitan verschätzt sich, deswegen kommt Hansch zum Kopfball. Den anschließenden Eckball kann Kilian Zaruba hier in der Mitte per Kopf nicht verwerten. Die Doppelchance für den ZFC bleibt ungenutzt. Auf ihren Topscorer Andi Trübenbach mussten sie heute verzichten. Er musste sich krank melden. Dann der SVB mit Rudolf Endualo. Nur eine Minute nach dieser Doppelchance von Meuselwitz erhöht Endualo auf 2:0. Das nenne ich passendes Timing. Toll herausgespielter Treffer, Doppelpass mit Daniel Frahn und dann ab durch die Mitte. Das ist ganz große Qualität. Plath spekuliert auf die rechte Ecke, ist aber machtlos. Saisontor Nummer 3 für Rudolf Endualo und ein kurzer Check. Auch dieser Treffer zählt. Meuselwitz mit vielen unnötigen Ballverlusten, öfter nicht konsequent genug. Gladro setzt nach und da ist Frahn. Plath hält. Energisches Zweikampfverhalten von Gladro. Frahn fackelt nicht lange, aber am Ende fehlt etwas die Präzision. 2:0 Führung zur Pause für die Heimmannschaft, das schmeckte den Fans. Insgesamt kamen knapp 2200 Zuschauer ins Kali. Die guten Leistungen werden honoriert, der Zuschauerschnitt deutlich höher im Vergleich zur Vorsaison. Meuselwitz bringt Bürgner und Martinez für Fischer und Mjatke. Das ist Johann Martinez, allein auf weiter Flur, muss es alleine versuchen. Und das hat dann am Ende sehr viel Kraft gekostet. Der ZFC schaffte es nicht, die Partie an sich zu reißen. Babelsberg ließ ja in der zweiten Halbzeit des Öfteren nach. Foul von Müller an Iraki, dafür sah er gelb. Der folgende Freistoß in der 57. Minute, Rico Gladro, Latte. Und da ist Frahn im Nachschuss, der macht das 3:0. Letzte Saison hatte er mit 4 Toren 50% aller Babelsberger Treffer erzielt. Heute machte er mit seinem 4. Saisontreffer Tor Nummer 17. Auch das ist eine neue Qualität des SVB. Das Toreschießen ist auf vielen Schultern verteilt. Ja, und er hatte vor dem Spiel gesagt, es gibt keine Ausreden für die Spieler. Vielleicht aber doch die, dass der Gegner heute ziemlich stark war. Nur 4 Minuten später, Wegner auf Gladro und fast das 4:0. Gladro im Pech, erst der Treffer an der Latte beim Freistoß und dann rettet Bürgner rechtzeitig vor Plath. Meuselwitz hatte ein paar Offensivaktionen, die sie aber wie zuletzt in Lichtenberg nicht konsequent zu Ende spielten. Und immer wieder gewährten sie dem Gegner große Räume.
David Danko aus der Distanz. Babelsberg spielte es souverän runter, Meuselwitz fehlte so langsam der Glaube, das Spiel noch einmal zu drehen. Die 84. Minute, das ist Amer Kadric auf der Suche nach der Lücke, da ist sie. Gefährlicher Ball für Klatte, der muss nochmal nachfassen, weil der Ball kurz vor ihm aufsetzt. Dann ist Schluss, Babelsberg gewinnt mit 3:0 souverän und feiert Matchwinner Rudolf Ndualo. Nicht den Kopf hängen lassen, es kann nur besser werden. Mit erhobenem Haupt ging es für Rudolf Ndualo in die Fankurve. Seine Mannschaft zieht punktemäßig gleich mit dem BRK, der ein Spiel weniger hat. In 2 Wochen kommt es dann zum direkten Duell um die Tabellenspitze.